Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ja, Freunde, unfassbar, aber wahr. Aber wir spielen Baldur's Gate weiter. Ich kann es selbst kaum glauben, ehrlich gesagt. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Ja, Imoen, ich habe dich auch vermisst. Ja, Mensch, ich muss mich ja natürlich jetzt erstmal wieder hier total reinkriegen. Also, wir haben ja jetzt leider aus Zeitgründen pausieren müssen. Ich habe Eternal Legends 2 die Demo vorgezogen. Ich wollte eigentlich alle 4 laufen lassen. Ihr wisst, wie es damals war. Ich musste die Projektanzahl einfach kürzen. Aber natürlich wollte ich das Projekt nicht abbrechen. Deswegen war die Pause leider notwendig. Viele haben darauf gewartet, dass es weitergeht. Nun wird es weitergehen. Ja. Oh, ich freue mich selbst total drüber. Kehren wir jetzt, bevor wir so richtig loslegen, doch nochmal überhaupt, damit wir nochmal reinkommen. Klar, ich hätte mir jetzt auch den letzten Part nochmal angucken können, aber das hätte ich dann auch von euch erwarten müssen. Und nee, das machen wir nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir sind ja eigentlich schon in Kapitel 4, ne? 35. Tag, 18. Stunde, 5. Kritorn im Jahre 1368. Wir sind mitten im Mandelwald. Wir erinnern uns. Die Nachforschungen im Räuberlager haben meine Schritte in Richtung Mandelwald gelenkt. Es scheint, dass es dort tief im Wald verborgen eine konkurrierende Eisenmine gibt. Okay. Rückkehr nach Neshkel. Nachdem ich in die Tiefen des Neshkel... Moment mal, wenn ich jetzt aber zurücklese, dann ist das blöd, ne? Eigentlich. Eigentlich müsste ich von unten nach oben lesen. Also, oder ich lese immer nur den obersten Beitrag. Also das ist das Wichtige hier. Die, unsere Hauptaufgabe. Der verborgene Stützpunkt vom Mandelwald. Das lesen wir auch noch. Da würde ich mal vorschlagen, da lese ich mal, da lese ich das alles. 35. Tag, 19. Stunde, 5. Kytern im Jahre 1368. Der verborgene Stützpunkt im Mandelwald. Hier sieht es immer schwärzer aus. Schwärzer, als ich es je für möglich hielt. In Tarzok Zelt begegnete ich einem Gefangenen, Entasai. Wenn er die Wahrheit sagt, und ich gehe davon aus, dass die Dokumente in Tarzoks Truhe, von denen er sprach, das beweisen, sind die Räuber nur Marionetten einer mächtigen Gruppe, die passenderweise der Eisenthron genannt wird. Tarzok bekommt seine Befehle vom Hauptquartier dieser Gruppe im Mandelwald. Na, ich bezweifle nicht, dass das der Ort ist, an dem ich als nächstes reisen muss, wenn ich die nächste Schicht dieser Geheimnisse aufdecken will. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. Es verfolgt mich, geht mir nicht aus dem Sinn. Was es aber sein könnte, keine Ahnung. Der verborgene Stützpunkt im Mandelwald. Ein Mädchen namens Faltorn hat uns erzählt, dass das Basislager des Eisendrons im Osten liegt. Genau, wir waren schon ewig lang da unterwegs. Was haben wir eigentlich sonst noch für Aufgaben? Erledigte Aufgaben sind jetzt nicht so spannend. Wichtige Ereignisse, aber ich habe doch noch Nebenaufgaben gehabt hier. Oder bin ich ganz frisch in Kapitel 4 angelangt? Das könnte natürlich auch sein. Das ist natürlich gut für mich. Dann werden mich all diese Nebenaufgaben erstmal nicht verwirren. Denn hier sind die Erledigten, das interessiert uns nicht. Und die Aufgaben. Normalerweise standen die immer alle hier drin, ne? Persönlich habe ich da auch nichts reingemacht. Und das ist ja nur mein Tagebuch, was aber auch noch interessant sein könnte. Vor allem, das ist jetzt wieder so rumgemacht. Gut, das sollten wir jetzt auch nochmal lesen, um reinzukommen. Muss jetzt einfach sein. Also, 35. Tag. Mulahey und Tarzok haben sich als bloße Marionetten erwiesen, genau. Der wahre Drahtzieher dieser langsam gestalten annehmenden Geheimnisse ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss. Jemand hegt einen ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen, doch ihr wisst nicht warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter und der unheilverkündete Mandelwald ist euer nächstes Ziel. Eine weitere Begegnung mit Elminster. Wieder einmal ist mir Elminster über den Weg gelaufen und wieder einmal hat er Interesse an meinem Wohlergehen bekundet, was mich sehr verwirrt. Er hat eine rätselhafte Bemerkung über mächtige Feinde in mir selbst gemacht. Wie bei Wunderwirkern üblich ist auch seine Ausdrucksweise wunderlich. Wenigstens hat er mir bestätigt, dass die Anführer der Räuber ihr Lager wohl im Mandelwald errichtet haben. Und Minsk wird langsam ungeduldig. Wir sollten uns bald zu der Knollfestung begeben und seine Freundin retten. Ja, das ist auch immer so eine Geschichte, ne? Die Typen, die gehen wollen, außerdem die Typen, die halb tot sind, sehe ich gerade schon wieder. Ich bin mir nicht sicher, warum wir hier rumstehen. Hier steht jedenfalls... Wer bist du?
Nira. Ach so, ich dachte, du bist ein Feind, weil du so da hinten. Ja, ja, ja. Aha. Ach, haben wir das letzte Mal Drachen besiegt? Boah, schade. Den haben wir nicht besiegt. Also ich würde mich gern rühmen, dass wir das im letzten Part einen Drachen besiegt haben. Aber nein, der war schon tot. Wir haben höchstens den da gekillt. Da liegt nämlich noch sein Loot. Den können wir uns eben mal anschauen. Aber den haben wir uns bestimmt schon angeguckt. Aber trotzdem, so einen Drachenschädel nehme ich mal mit. Ich meine, den kann man sicher toll verkaufen. So, hier sehen wir, falls etwas übrig ist, das ist gut. Da werde ich mal ein Quickie machen. Weil ich weiß nicht, wenn ich da hinlaufe, ob da was passiert. Haben wir anscheinend schon gecheckt, beziehungsweise getötet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist anscheinend auch nur so ein ganz kleines Teil. Ja, ich nehme an, dass wir hier gekämpft haben. Um Leben und Tod. Sieht stark danach aus. Dann können wir ja gehen. Also, entschuldigt mich, wenn ich erst noch ein bisschen ratlos bin. Ich muss mich erst hier wieder reinkriegen. Und vielleicht werde ich im Nachhinein mir nochmal den letzten Part angucken, was das für ein Kampf war, genau. Hier ist jedenfalls alles gemacht. Sieht zumindest stark danach aus. Wie sieht es mit Heilung aus? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, Hera war ja unsere Heilerin, hat allerdings davon nichts mehr übrig. Warum wundert mich das nicht? Aber ich meine, zwei konnten heilen. Ne, Imion war hier nicht. Okay, beide können gerade nicht heilen. Das war fast zu erwarten. Das Inventar checke ich später. Ich will jetzt erstmal rausgucken. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aha, das war so eine Art Höhle. Wir sind hier zur Orientierung in der Lindwurmhöhle. Alles klar. Die Lindwurmhöhle. Und haben dieses Gebiet anscheinend ansonsten schon fast fertig gecleant. Da hinten vielleicht noch ein bisschen, aber sonst war mal hier durch. Rennen nach wie vor im gigantischen Wandel drum. Aber da ist diese Mine im Osten, von der gesprochen wurde. Wie ihr seht hier, ne? Also da haben wir ungefähr das Lager erstmal da, das Lager gefunden. Und seitdem ging es los. Mandelwald, 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 Mandelwald. Und jetzt endlich kommt mal die Mine. Was für ein Akt hier. Unglaublich groß. Aber wir haben im Grunde nahezu alles mitgenommen. Zumindest alles, was wir konnten. So, jetzt will ich hier gerade noch ein bisschen aufräumen. Und dann geht es auch schon weiter. Ich sollte natürlich nächtigen. Weil mit so einer angeschlagenen Gruppe reiße ich natürlich nichts mehr. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Minsk macht mir schon wieder Druck. So wie wahrscheinlich die andere Hälfte der Gruppe auch. Und, jo. Die wollen halt unbedingt schnell an ihr Ziel kommen, was ich ihnen aber nicht gewährleisten kann. Und wenn ich schlafe, verlieren wir halt wertvolle Zeit. Aber es ist einfach notwendig, damit wir uns heilen können. Ich werde jetzt mal guter Dinge hier ein Quicksave machen. Ich muss jetzt halt mal ein bisschen mehr aufpassen. Und versuche nach Osten zu kommen, ohne dass eine Zufallsbegegnung kommt. Ab zur Mine. Das ist auch schön, dass es jetzt auch endlich mal einen Settingwechsel gibt. Unsere Reise dauerte 4 Stunden. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Tagebucheintrag, die Mandelwaldmine ausschalten. Okay. Alles klar, vielleicht sollten wir das nochmal lesen. Tagebuch. Wenn es denn gehen wird. 35, das habe ich doch schon gelesen, oder? Ja, als Wettner. Ach nee, das steht ja jetzt wieder unten. Nö, steht's nicht. Ach, ich weiß ja auch nicht. Wichtige Ereignisse. Verborgener Stützpunkt. Nee, das ist auch nicht neu. Aha, hier, das ist neu. Die Mandelwaldmine ausschalten. Ich muss einen Weg finden, die Minenarbeiter hier im Mandelwald aufzuhalten oder zumindest zeitweise zu unterbinden. Die Minen zu durchsuchen mag eine Möglichkeit sein, aber ich fürchte, dabei wird eine Menge Blut vergossen werden. Oh mein Gott, wir sind dafür doch eigentlich nicht vorbereitet. Wir haben hier, klar, unsere schmächtige Ausrüstung. Das ist wirklich, also ich habe ja kaum was an, ey. Das ist so grausam. Was ist denn da los? Aber gut, ich bin ja auch nur ein, Schurke, ne? Dieb. Ein Dieb. Dessen Gesinnung ja oft in Frage gestellt wird, das dürfen wir nicht vergessen. Bevor wir schlafen, werde ich auf jeden Fall noch die Identifikationsmöglichkeiten nutzen, wenn ich hier schon was Blaues sehe. Ansonsten haben wir uns aber anscheinend gut vorbereitet. Also, ich sehe gerade,
Wir haben noch relativ viel Platz. Ich habe anscheinend erst kürzlich aufgeräumt. Das finde ich gut. So, es reicht dann eigentlich erstmal, wenn du das hier identifizierst. Stab der Furcht. Ein Stab der Furcht pflanzt ein Setzen in das Herz jedes Lebewesens innerhalb einer Reichweite. Dieser Panik ist allerdings nicht übermächtig, da Tapfere dem Zauberer widerstehen können. Wie andere Zauberstäbe, so kann auch der Stab der Furcht nur in einer bestimmten Zahl von Fällen eingesetzt werden, bevor er zerstört wird. War ja klar. Also, Panik auslösen, lang 15 Runden Dauer, 6 Meter Radius. Trifft das dann auch meine Freunde wahrscheinlich, ne? Muss ich aufpassen. Aber mit solchen, das ist eh nicht so meins. Meins ist ja sowas. Es kann zwar auch andere treffen, aber dann, ja, wenigstens deftig. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber egal. So, gut. Ja, was wollt ihr? Ich will weiter. Erstmal hier schön weiter Ja, ich kümmere mich umgucken. gleich drum. Immer wieder die Taste halten, damit wir nichts übersehen. So, in die Mitte gehen wir zum Schluss. Ich laufe erstmal eine schöne Runde. Wir sichern die Umgebung ab. Oder wir hoffen einfach nur auf einen super tollen versteckten Schatz. So, laufen die da durch? Ja, wunderbar, machen sie das. Wunderprächtig. Ach, ich finde es so schön, dass wir das jetzt endlich wieder spielen. So, hier haben wir Weltkarte nach unten. Gibt natürlich nichts Neues, es sei denn, wir wollen noch mal in den Steht Mantelwald. ganz oben auf meiner Liste. So, solange es keine Feindesbegegnung gibt, muss ich ja auch nicht schlafen, ne? Da bin ich nach wie vor gerne am Limit lebend, um eben Zeit zu sparen. Wenn erstmal alle ihren Willen haben und mich nicht mehr hetzen, wenn ich endlich mal so eine Gruppe hab, dann schlafe ich auch öfters. Das ist keine Frage. Es liegt wirklich nur daran. Das stört mich einfach nur. Und die Heiltränke da immer wieder zu verprassen, finde ich auch blöd. Die brauche ich für so harte Kämpfe und nicht, während ich hier rumtümple und meinen Kampf eben nochmal laden könnte, falls ich versage. So, also in der Umgebung scheint es leider gar nichts zu geben. Weder Gegner noch irgendwas Besonderes. Trotz allem werde ich hier erst den Rand abklappern, wie ich es am liebsten mache. Und wir checken mal, ob im Osten was Neues kommt. Aber das haben wir wahrscheinlich schon, nämlich nichts. Okay, hätte eigentlich sein können, dass da was erscheint, aber nein. Was war denn das hier nochmal? Waren wir da schon? Warum hat das eigentlich keinen Namen? Aber wir scheinen da noch nichts gewesen zu sein, sonst wäre das so farblich wie hier. Und hätte wahrscheinlich einen Namen. Da unten war. Wir haben noch vieles nicht erkundet. Oh mein Gott. Da wird noch was. Wir kommen Baldur's Gate immer näher. Ach, also wenn wir erstmal in der Stadt sind, ja, was wir da an Zeit vertrödeln werden. Aber ich freue mich schon total drauf. Aber na gut, das ist Ja, ich kümmere mich gleich Zukunftsmelodie. drum. Wir gehen erstmal weiter. Für all diejenigen, die es schon vergessen haben, ja, ich nehme auch gerne Gäste hier in dieses Projekt. Wer sich für annähernd für solche Spiele interessiert, der darf sich gerne mal bei mir melden. Ja, auch die, wo schon waren, die dürfen jetzt auch wieder. Und ich mache hier immer 30 Minuten Parts, damit es sich lohnt bei so einem Mammutspiel. Nach wie vor geplant ist auch Baldur's Gate 2, nachdem wir hier alles durch haben. Und das läuft dann genauso ab. Nur besser. Ja, ich weiß, ich muss immer wieder Teil 2 so in den Himmel loben. Aber spätestens, wenn wir es spielen, werdet ihr wissen, warum. So, das sieht irgendwie seltsam aus hier. Nee. Alles ganz normal. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen uns das mal dann näher anschauen. Irgendwie verwirrt mich das. So, Norden-Check. Sind alle da? Ich hoffe doch. Ja, im Norden gibt es auch nichts. Also wir werden Baldur's Gate, also die Toren von Baldur, wie auch immer, Ja, ich kümmere mich gleich drum. nicht erreichen, ehe wir Kapitel 4 vermutlich abgeschlossen haben. Diesen Mandelwald hier, diese Minen. Nach all dem Vorgeplänkel möchte man ja meinen, wir sollten ja jetzt stärker sein, für die Minen gewappnet sozusagen. Ich hoffe zumindest, dass dem so ist. Ich weiß nicht, was mich da erwarten wird, aber wenn sie schon im Tagebuch von vornherein mit Gefahren kommen,
Apropos, wir kommen hier gerade Wölfe entgegen. Es sind mindestens zwei und wir sind halb tot. Wir werden trotzdem alles probieren. Los geht's. Achso, das bin ich. Ja, du darfst natürlich gerne vorgehen. Also überhaupt kein Problem damit. Noch zumindest. So, es sind zum Glück nur zwei. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Was war das denn? Moment mal. Wer hat hier was gemacht? Immun, kritischer Treffer? Nein, unmöglich. Verursacht Minsk, verursacht 3 Schadenspunkte. Jahera, 5 Schadenspunkte bei Wolf. Wolf stirbt. Das war Jahera. Was hatten die für eine Waffe gerade? Habe ich der was Neues gegeben? Ich kann mich an so einen überdimensionalen Effekt nicht erinnern. So, was sind das hier nochmal? Das ist eine Keule plus 2. Ne, davon kann es nicht kommen. Jahera, was machst du so, wenn dir langweilig ist? Ah ja, du schmeißt mit Kügels, was nichts bringt, weil du keine mehr hast. Ja, das ist blöd, Nera. Aber gut, du musst im Hintergrund bleiben. Ist mir die Muni schon wieder ausgegangen? Wie sieht's bei den Pfeilen aus? Ach nee, da oben. Nee, sie hat doch da. Ich habe gerade hier geguckt, blöderweise, aber das ist doch mein Gürtel. Hier, nee, der geht's gut. Die schießen munter weiter. Aber die Pfeile, das sieht ganz schön blöd aus hier. Okay, jetzt kämpft sowieso gerade mit dem Schwert. Was für ein Schwert? Kurzschwert plus 2, okay. Das pfeifende Schwert. Er hat... Oh, das ist ganz schlecht. Also wir müssen unbedingt Pfeile kaufen. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe zwar noch besondere Pfeile. Hallo, oh, Bo! Bo, ich habe dich so vermisst. Hallo, Bo. Ah, das tat jetzt gut. Das habe ich gebraucht. Ja, scheiße, ehrlich gesagt. Sorry für den Ausdruck, aber dass wir gerade überhaupt keine... so gut wie keine normalen Pfeile haben. Das ist blöd. Das erschwert natürlich alles. Ich muss unbedingt nachkaufen gehen. Das geht ja mal gar nicht. Na gut. Schauen wir, dass wir den einen Wolf jetzt noch hinkriegen. Wieso ist jetzt meine Leiste verschwunden? Das wollte ich gar nicht. Moment. So. Und wir haben es natürlich geschafft. Ein bisschen Erfahrung bekommen. Stufenaufstieg hat momentan niemand. Wir kruppeln übrigens momentan auf Stufe 15 rum? Nee, das ist doch nicht Stufe 15, oder? Ja, Stufe 16. Ach, Stufe 15 wäre ein Traum. Das dauert ja ewig bei so einem Baldur's Gate. Nee, Stufe 16 war momentan. Und nur nochmal zur Erinnerung, ne? Also hier unser klassischer Dieb, der, ja, Dieb halt. Ich. Dann haben wir noch einen Dieb. Ist nicht so praktisch, ich gebe es zu. Aber ist halt Immun, die ist wichtig. Dann haben wir hier eine Hassateurin, die gute Nera, die hat sich als ganz praktisch erwiesen, auch wenn sie manchmal ein paar Probleme hat mit ihrer Magie. Ja. Dann haben wir hier Jahera, unsere mehrklassige, ich glaube, sie war eine Druidin, oder? Kämpferdruide, ja, da oben steht's. Sehr, sehr praktisch, hat ein paar Priesterzauber drauf, kann heilen, kann auch austeilen. Sehr wertvoller Charakter auf jeden Fall. Genauso wie unser Waldläufer, den mag ich eigentlich ziemlich, auch wenn er noch nicht so sicher in der Base-Party ist. Also da kann sich nochmal was drehen, mal schauen. Zumal der mich auch ganz schön nervt, glaube ich, dass er noch wohin will. Und dann haben wir hier noch unseren super tollen Minsk, der sein Bow über alles liebt. Ich hab das auf der Tablet. Allein, das ist doch so knuffig, oder? Ich find's herrlich. Der Typ ist auf jeden Fall eine Wucht. Und dementsprechend eigentlich auch unverzichtbar für die Gruppe. Und ich hoffe, er wird nicht gehen. Deswegen, ja, wir beeilen uns. Wir dürfen einfach nicht schlafen. Das ist das Problem. Wir dürfen nicht schlafen. Ja, oder so wenig wie möglich. Um hier keine Probleme zu bekommen. So. Ich sehe doch da... Ach ja, das gehört zur Mine. Mhm. Gut. Dann werde ich von außen nach innen hier mehr und mehr enttarnen. Oh, okay, da redet mich jemand an, ein Kerl namens Lakatar. Bleibt, wo ihr seid und nennt eure Namen. Gehört der zu der Mine? Schwer einzuschätzen, ne? Ich versuche mal freundlich zu bleiben, auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler ist. Ich bin John McCloud und dies hier sind meine treuen Gefährten. Was beabsichtigt hier zu tun? So, was sagen wir denn? Ja, ist die Frage, zu wem er jetzt gehört. Ist er einer, der der Sache da, ne, den Eisenthron sich entgegenstellen will? Dann könnte es ein treuer Verbündeter sein, oder gehört er zu denen?
Das mit den Lindwürmern ist eine nette Ausrede, aber ich versuch's mal mit der Ehrlichkeit. Wir haben gehört, dass der Eisenthron in diesen Wäldern sein Unwesen treibt. Wir wollen das näher untersuchen. Nun, leider heißen wir Besucher nicht willkommen. Männer, greift sie sofort an! Shit, ich hätte nicht so ehrlich sein sollen. Es war fast zu erwarten. Und wenn er schon von Männer spricht, wie viele werden mich denn da... Oh, scheiße. Okay, jetzt müssen wir alles rausrotzen, was noch geht. Solange die hier so schön in einer Reihe stehen, wenn ich sowas wie einen Feuerball hätte, jetzt höre ich mich schon wie Gary an, dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Was haben wir hier denn nochmal mit diesen ganzen Stäben? Also der Stab der ist jetzt eigentlich eine Überlegung wert, wenn ich den Radius jetzt selbst wählen darf. Ich muss mal gucken. Das Gute an so einem Stab der Furcht ist nämlich auch, dass der kaum Zauberzeit braucht. Und wenn jetzt die Männer nur ansatzweise hier Furcht erleiden, dann wäre das unglaublich praktisch. Ihr habt geläutet. So, mal gucken, ob das klappt. Ihr habt eine Aufgabe. Du gehst jetzt erst so mal dahin. Ihr bleibt mal stehen, bitte. Bin euch weit voraus, Chef. So, da kommt unsere Furcht. Oh, das hat geil getroffen, glaube ich. Ja, was wollt ihr? Genau richtig. Und zwei sind definitiv auf Furchtkurs. Furchtkurs. Also wir müssen jetzt praktisch erstmal nur gegen drei kämpfen. Ich möchte, dass ich der Tank bin, weil ich noch am meisten aushalte. Währenddessen rotzen wir hier jetzt die Magie noch raus, die wir noch haben. Dann muss ich mal kurz warten. Person oder Säugetiere bezaubern ist jetzt gerade Quatsch. Gewitter. Blitze herbeirufen, das könnte auch für uns blöd ausgehen. Das lasse ich erstmal. Und Verstrickung. Ne, das ist jetzt nicht so das Wahre. Dann soll die mir noch ein bisschen helfen. Ich denke, die wird auch noch einen Treffer aushalten. Nira hingegen nicht. Die ist sehr schwach auf dem Bein. Kann aber so ein Zeug machen wie das da. Ich sag Bo zu ihm. Minsk. Ist ja eh fast das Gleiche. Dem geht's ja verdammt gut. Der soll auch hier an vorderster Front mit mir kämpfen. Auch nett gemeint, Nira, aber du musst da schon weggehen. Sonst haben wir ein Problem. So. Wer hat denn jetzt so einen bösen Treffer abbekommen? Ah, Minsk, alles klar. So, nichtsdestotrotz, hier, komm, helf mit. So, der Rest. Imoen, was zum Teufel? Okay, die geht's eigentlich gut, sehe ich gerade. Na, dann mach mit. Die sind gar nicht so schwer, glaube ich. Ja, was wollt ihr? Vor allem, weil wir das taktisch mal richtig geil gemacht haben mit der Flucht, dass die gerade zwei weniger sind. So, das ist der Anführer, gegen den wir gerade einhauen, glaube ich. Aber der hat auch gerade seinen Kopf verloren, mindestens. Hat er gezaubert? Okay, er greift aber Imoen an und die ist momentan noch am besten unterwegs. Und auch die sind gefallen. Ja, wo sind denn jetzt unsere Angsthasen? Weil bevor die sich von der Furcht wieder erholen, will ich die einfach töten. Wow, alles klar, alles klar, alles klar. Wisst ihr, was wir da machen? Jetzt machen wir mal ein Gewitter dahin. Das sind nämlich zum Teil Bogenschützen. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Was habt ihr dieses in euch weit voraus, Chef? Der Rest bleibt mal hier. Ihr habt geläutet, bleibt zurück und geht ab. Na, das war jetzt ja natürlich ein Satz mit X hier. Wird kein Zuckerschlecken in diese Mine zu kommen. Alle auf eins, das ist ja ekelhaft. Ich bin fast tot. Ich muss einen Trank nehmen. Ich hoffe, das Gewitter kommt gleich. Nein! Ja, da kam das Gewitter. Ja, natürlich gleich hier mal wieder einen kleinen Fail. Dabei hat es gut angefangen, schade. Aber da haben sie mich doch ganz schön erwischt. Und es hilft nichts. Ich muss schlafen, damit ich mehr aushalte. Es ist einfach nicht anders zu machen. So, also Quicksave da unten Zimmer. Ja, zum Glück haben wir das ja ganz gut immer so hinbekommen. Ich werde nicht vorlaufen, wenn... Ich werde versuchen, das nochmal zu machen und versuche, die zu killen. Und renne dann noch nicht zu dem Bogenschützen. Das war ein bisschen töricht, gebe ich zu. Probieren wir es einfach nochmal, weil eigentlich das lief gut. So, und deswegen bleibe ich jetzt auch ehrlich, oder? Soll ich lügen? Ich glaube nicht, dass die Lügen was bringen. Deswegen absolute Ehrlichkeit. Und wir können doch jetzt mal die Blitze ausprobieren, würde ich mal vorschlagen. Anstatt nochmal die Furcht. Obwohl, die kommen ja hergerannt, ne? Das ist eigentlich sinnlos. Das mit der Furcht war eigentlich perfekt. Deswegen gibt es die jetzt wieder.
ungefähr hier. So. Hä? Steht ganz oben. Der Rest bleibt hier. Denn ich verschwinde jetzt. Du kommst bitte auch her. Diesmal klappt das vom Timing nicht so gut, Leute. Das gefällt mir nicht. Was macht denn Nira? Was ist das diesmal? Wo stehst denn du? Du hast total verkackt gerade, Mädel. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Da komm, mach mal jetzt deinen blöden Stab hier. Was sonst habt wird das nichts mehr. Oben auf meiner Liste. Warum? Okay, also irgendwie... Ihr habt geläutet? Ja, ich habe geläutet. Und zwar... Ja, toll. Hat ja gut geklappt diesmal, wirklich. Ach, da hinten ist... Hä? Aha. Wieso da... Ich hab dich doch da vorne angeklickt und du hast doch... Okay, anscheinend habe ich die Mono oder was weiß ich ange... Ich weiß nicht, was sie getrieben hat. Sie ist irgendwie vom Kurs gekommen. Natürlich hat es dann nicht mehr geklappt. Aber trotz allem hat der Zauber jetzt noch gefruchtet. Und wir haben zwei weniger. Aber bringt mir das noch was, ist die Frage. Mal gucken. Sollen die erstmal abhauen, die zwei? Schön, dass es wieder so geklappt hat. Auch wenn ich erstmal verwirrt war, was da los ist. So, jetzt sind es noch zwei, die wir hinkriegen müssen. Und Imoen verzieht sich mal lieber. Wenn das gut geht. Ja, haut mal, macht mal den erstmal fertig. Und, genau, du auch. Und Imoen, lauf mal von dem anderen Knilch erstmal weg. So. Nein, 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 weiter, weiter, weiter. Lasst euch nicht ärgern. Das war ein bisschen blöd mal wieder, aber wir haben es schon oft auf die Art geschafft. So, und jetzt nur noch den. So, fang den mal bitte schön ab. Dankeschön. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf Imoen. Dafür hat er Bock gehabt auf meinen Wald, auf meinen Kiban. Okay, wisst ihr was, bevor wir das uns jetzt noch tausendmal antun, muss ich halt das tun, was ich nicht tun möchte. Wir rasten. Na, das ist nicht die Rasttaste. So, was ist Rasten? Hier. Es ging halt nicht anders. Ich muss es tun. So. Vor allem, wenn es wenigstens was bringen würde. Wisst ihr, wenn ich nach 8 Stunden... Ach nee. Ja, fein gesichtet. Ihr seid jetzt aber schon die da hinten, oder? Na, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ist ja alles Würfelglück hier. Ja, einer ist tot. Wir probieren das jetzt einfach mal durchzuziehen. Ich finde es gemein, dass die mich nicht schlafen gelassen haben. Nur zum Teil, wie man sieht. Okay, Imoen muss wieder weg. Imoen muss weg. Dankeschön. So, wir haben aber auch schon zwei umgekloppt, sehe ich gerade. Nein, 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 das habe ich jetzt fälschlicherweise geklickt. So wollte ich das nicht. So wollte ich das nicht. Jetzt kriegen wir alles, was auf die Omme. Aber wir könnten das schaffen, Leute. Wir könnten das schaffen. Lass Imoen bitte nur in Ruhe. Danke. Das könnten schon die gleichen sein wie ne, die da hinten. Jetzt nur halt ohne Gespräch. Mein Gott, es wäre eh aufs Gleiche rausgelaufen. Komm schon. Ich will das jetzt schaffen. Komm schon. Trifft. Yes, noch ein. Jawoll! Da haben wir's. Nee, noch nicht. Der lebt ja noch. Shit. Was sag ich denn? Und du bist da hinten wieder. Ja gut. Du schmeißt von hinten mit der Schleuder. Das ist ja in Ordnung. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein, 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 nein. Ah, wir haben ihn. Oh. Ja, Leute, 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 Leute. Bin euch weit voraus, Chef. Oh mein Gott. Ich bin der Einzige, dem es gut geht hier. Es ist unfassbar. Ja, aber natürlich haben sie nichts Spannendes für uns. Es war so klar. Immer diese Rüstungen, die viel zu schwer sind, die man für wenig Geld verkaufen kann. Nicht mal irgendwie so eine Art Anführer dabei gewesen, wie ich es erst dachte. Das ist schade. Jo, kann ich alles liegen lassen, ganz ehrlich. Bringt nichts. Gut, aber... Haben wir jetzt Heilung oder haben wir jetzt nicht? Wir haben es nicht, okay.
Was habt ihr dieses Mal für mich? Dann will ich jetzt erstmal wissen, ob das steht der Trupp da hinten war oder ob der jetzt immer noch da ist. Wenn der immer noch da ist, dann werde ich definitiv mich nochmal etwas zurückbegeben, schlafen, bis wir vollgerastet sind und dann im nächsten Part das richtig angehen. Hallo? Ja, sie sind immer noch da. Kann ich jetzt natürlich total verhacken. Ich werde mal versuchen, ihn anzulügen. Ich brauche einen Namen nicht, obwohl das könnte. Ich bleibe mal bei John McCloud, das sind meine Gefährten. Wir haben Gerüchte über Lindwürmer hier in der Gegend gehört. Lindwürmer? Ja, mit furchterregenden Flügeln und genug Gift in einem Schwanz, um 10 Pferde auf einmal zu töten. Entschuldigt, wir haben anderswo einige wichtige Geschäfte zu erledigen. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich hätte nicht gedacht, dass die uns das abkaufen, ganz ehrlich. Aber wir haben unseren Gegnerpulk eigentlich hier gehabt. Und dann haben wir uns ihn halt hier erspart. Es geht auch mal so, würde ich sagen. Jo, Freunde, das war endlich mal wieder Baldur's Gate. Wie schon erwähnt, ich werde aber trotzdem die Gruppe dann erstmal rasten lassen. Denn wir wissen ja, da hinten kommen Bogenschützen oder was weiß ich. Und wir brauchen einfach jetzt wieder Heilzauber. Es war ein schöner Einstieg, mal wieder ein Wiedereinstieg. Hat mich gefreut, euch hoffentlich auch. Mal gucken, ob wir das nächste Mal denn schon in die Mine gelangen werden. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, bis es wieder heißt Let's Play Baldur's Gate.